Im vergangenen Jahr haben die Stadtwerke Amberg zum ersten Mal den Innovationspreis ausgeschrieben. Ausgerichtet ist der Preis auf anwendungsorientierte und praxisnahe Ideen im Themenbereich der Umwelt- und Energietechnik. Drei Studierende und ein studentisches Team wurden nun für ihre Arbeit mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet. Wir hatten einen breiten Blumenstrauß an Projekten. Das ging von abgeschlossenen Bachelorarbeiten, die sich mit einem Vergasungsthema von Biomasse befasst haben, über zu verschiedenen Energiemanagementsystemen für Industriebetriebe und dann auch Ansätze, wie man allgemein Energie sparen und energieeffizienter einsetzen kann. Eine Jury, bestehend aus Professoren der OTH Amberg-Weiden, Mitarbeitern der Stadtwerke Amberg und einem Vertreter der Stadt Amberg, hat entschieden, alle eingereichten Arbeiten mit einem Anerkennungspreis zu würdigen. Die Stadtwerke Amberg und die OTH Amberg-Weiden arbeiten seit Jahren erfolgreich zusammen. Der Innovationspreis unterstreicht die enge Kooperation. Wir wollten ganz bewusst, der Oberbürgermeister, der Geschäftsführer der Stadtwerke Amberg und ich, die gelebte Partnerschaft zwischen den Stadtwerken und der Technischen Hochschule nochmal toppen und einen Innovationspreis stiften. Innovationspreis bewusst in einem Segment erneuerbare Energien, Umwelttechnik, und zwar bewusst für Studierende, die in Amberg oder Weiden studieren. Denn wir wissen, das ist der Leuchtturm, einer der Leuchttürme an unserer Hochschule. Da ist ein ungeheures Innovationspotenzial und da ist die Hochschule mit Lehrenden und Studierenden in Lehrien angewandter Forschung hervorragend aufgestellt. Mit der Verleihung der Anerkennungspreise startet zugleich die Ausschreibung des Innovationspreises 2015, der mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert ist. Bewerben können sich alle Studierenden aus Weiden und aus Amberg, die in dem Themenfeld Energie, Ressourceneffizienz, erneuerbare Energien, Umwelttechnik, alles was mit Fragen Wasser, Abwasser zu tun hat, studieren, Bachelorarbeit schreiben, ein interessantes Projekt auf den Weg gebracht haben mit Partnern aus der Industrie oder im Masterstudium sich befinden. Bewerbungsschluss ist der 14. Februar 2015. Alle Details sind auch auf der Homepage der Stadtwerke Amberg zu finden.